Die Regierung in China wie auch die deutsche Regierung glauben, dass man die Wirtschaft ein Stück weit lenken müsse, dass man ein großes Ziel habe und die Wirtschaft müsse dann auf dieses Ziel hingelenkt werden. Und die Folgen sind in beiden Ländern dramatisch schlecht. Wir sehen in China eine miserable Wirtschaft nach dem Platzen der Immobilienblase und in Deutschland sehen wir eine Industriekrise, die heute adressiert werden soll mit dem Autogipfel, also vor allem eine Autokrise, aber insgesamt eine Industriekrise in Deutschland, die jetzt von Robert Habeck durch einen Autogipfel irgendwie behoben werden soll. Und das Problem ist, dieser Autogipfel ist per se und von vornherein sinnlos, denn wenn ich die falsche Diagnose als Arzt stelle, dann kann ich eben auch die Krankheit des Patienten nicht behandeln effektiv, und genau so ist es. Und wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen. China musste jetzt die Zinsen senken oder hat sie gesenkt, auch sicherlich in Reaktion auf die Fed. Wir wollen uns die ziemlich düstere Lage in China mal anschauen und dann übergehen auf Deutschland und gucken, was das alles auch für die USA bedeuten könnte. Schauen wir uns zunächst mal an. China hat jetzt die 14-Day-Lending-Rate gesenkt. Hatte man vorher schon eine 7-Day-Lending-Rate gesenkt. Also kurzfristige Zinsen, die hier ein bisschen nach unten genommen werden. Und man sagt vor allem, wir machen da eine Pressekonferenz und wollen da weitere Dinge bekannt geben. Also man hofft auf Stimulus innerhalb dieser Wirtschaft, die ja so depressiv geradezu in letzter Zeit sich entwickelt hat. Wir sehen hier Jugendarbeitslosigkeit auf 18,8 gestiegen. Das sind massive Werte angesichts einer Wirtschaft, die ja eigentlich ein demografisches Problem hat oder bekommen wird, vor allem also zu wenig, vor allem junge Menschen. Aber das ist hier das Grundproblem. Hier sehen wir die Top-Städte, die Preise fallen und fallen immer weiter. Gleichzeitig fällt die Geldmenge M1 immer weiter. Und rechts sehen wir mal diese Grafik, die zeigt, dass CN ist hier China, dass eben China die größte Exposure hat sozusagen, oder die Menschen in China, die sind extrem abhängig vom Immobilienmarkt, denn das ist der Wertspeicher schlechthin. In den USA sind es nur 23%, in China sind es über 60%. Das heißt, solange die Immobilienpreise nicht steigen, sondern fallen, werden die Konsumenten sich stark zurückhalten und eben nicht kaufen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Christine Lagarde Seltsames gesagt hat in einem Interview mit der Financial Times. Also sie sagte, ja, also die Weltwirtschaft, die sieht sich doch ähnlichen Drucksituationen ausgesetzt wie Ende der 1920er Jahre. Also sie sagt, es droht uns eine Weltwirtschaftskrise. Christine Lagarde, ja, was ist da los? Und manche vermuten wohl zu Recht, dass Lagarde hier ein bisschen Ängste schüren will, damit dann das, was Mario Draghi vorgeschlagen hat, umgesetzt wird. Mario Draghi hat ja kürzlich eine Analyse präsentiert, die in vielen Bereichen richtige Dinge analysiert, wo die Probleme sind, aber dann auf der anderen Seite als Lösung vorschlägt, eben wieder mehr Schulden und vor allem Gemeinschaftsschulden. Also jetzt Lagarde mit Auftritt, Lage ganz schlimm, bitte schnell den Gemeinschaftsschulden zustimmen. Und die Lage für die deutsche Autoindustrie in China, die ist tatsächlich schlimm. Deswegen umparken im Kopf, wie es hier in der Wirtschaftswoche heißt. Deutschlands Automanager sollten sich an den Gedanken gewöhnen, dass China wohl bald in Gänze verloren ist. Das ist offenkundig der Fall. Man kriegt nicht mehr wirklich ein Bein auf die Erde in China, weil die anderen günstiger sind, weil die anderen, nämlich die chinesischen Autohersteller, irgendwie besser den Marktnerv treffen und eben dazu auch noch staatliche Unterstützung haben, während die Deutschen irgendwie da am Markt vorbei produzieren. Und jetzt ja dieser Autogipfel, und die SPD will eine Autoabwrackprämie wieder haben. Also konkret, wer also seinen Verbrenner gegen ein E-Auto tauscht, der soll 6.000 Euro bekommen. Das ist erstmal umweltpolitisch total nachhaltig, indem ich jetzt einen intakten Verbrenner wegschmeiße und abwracke und mir dafür ein E-Auto hole. So fängt es schon mal an, aber es zeigt, dass hier die Dinge eine völlig falsche Priorität haben. Man hat im Grunde mit diesem Eingriff, ihr sollt E-Autos produzieren, auf Teufel komm raus, hat man diesen Markt manipuliert. Jetzt sieht man die negativen Auswirkungen dieser Manipulation und muss gleich den nächsten Eingriff machen, um den ersten Eingriff irgendwie, die Schäden des ersten Eingriffs irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Hier schlägt Rainer Zittelmann vor,
Ja, die sollen doch alle E-Autos verschenken und den Leuten finanzieren. Und dazu kommt ja noch, wer sich zum Beispiel dann ein E-Auto kaufen kann, das sind ja nicht so wahnsinnig viele Leute, weil die schlichtweg teurer sind, dann wird der faktisch von der ärmeren Nachbarin mitfinanziert, die sich das nicht leisten kann, aber über ihre Steuergelder wird das Ganze dann eben mitfinanziert. Also das hat mit sozialer Gerechtigkeit nichts zu tun, das hat mit Umweltbewusstsein nichts zu tun. Wir sehen, wie die Dinge hier wirklich aus dem Ruder laufen und die falschen Ansätze haben. Deswegen sagt auch zu Recht aus meiner Sicht Rainer Zittelmann, der Autogipfel ist völlig sinnlos. Was Sinn machen würde, hört endlich auf mit diesen planwirtschaftlichen Ansätzen einer Mobilitätswende. Die Leute kaufen das, was sie kaufen und nicht, was ihr wollt, dass sie kaufen. Und wir sehen ja die Resultate, was derzeit passiert. -67%, seit die Subventionen weggefallen sind. Also seit der Staat in den Markt eingegriffen hat, den Markt manipuliert hat, dann hörte der Eingriff auf, die Manipulation auf und jetzt zählt wieder Nachfrage und Nachfrage kollabiert und das seit 4 Monaten massiv. Also das ist das Kernproblem und Habeck wird ja wieder nur vorschlagen, Mensch, mehr Förderung, mehr Steuergelder für das falsche Konzept. Technologieoffenheit wäre hier vielleicht hilfreich und all das vor dem Hintergrund, dass ja schon immense Steuermilliarden eingeplant sind durch die erhoffte, erträumte, herbeifantasierte Erholung der Wirtschaft. Das kann man sich gar nicht vorstellen, während eben die deutsche Wirtschaft jetzt von Kalifornien überholt wird, also einem Bundesstaat in den USA, der selber seine Probleme hat, weil viele Tech-Unternehmen sich dort verabschieden. Heute 9:30 Uhr, wenn Sie das Video sehen, dann ist das schon raus. Werden wir dann die Einkaufsmanager-Indizes sehen, ja vor allem verarbeitendes Gewerbe, miserabel, wie wir hier in letzter Zeit gesehen haben. Und warum wird all das nicht funktionieren, solange jetzt Robert Habeck seine Wirtschaftspolitik durchsetzen kann innerhalb der Regierung? Das trägt ja absolut die Handschrift von Robert Habeck. Die SPD macht mit, die FDP versucht, das Schlimmste zu verhindern. Das Problem ist, dass hier Habeck sich, wie ich am Freitag schon gezeigt hatte, auf Mariana Mazzucato beruft, die sagt, wir brauchen einen starken Staat, der die Wirtschaft lenkt, der die Investitionen bereitstellt, die die Privatwirtschaft gar nicht bereitstellen kann, weil das Ding so riesig ist mit neuer Technologie etc. Also das sind im Grunde planwirtschaftliche Elemente. Der Staat sagt, da wollen wir hin, die Wirtschaft muss folgen. Wo sie es nicht tut, wird ihr vorgeworfen, dann kann sie doch gleich abhauen, so wie Marcello Fraccherino, der auf dem Weg ist, mein allerbester Freund zu werden. Jetzt sagt ja, energieintensive Branchen sollen doch weggehen. Das ist auch wieder umweltpolitisch totaler Schwachsinn, denn wer hier produziert, der produziert in der Regel sauberer, als er es etwa in Polen tut oder irgendwo in Asien tut oder in Südamerika tut. Das heißt, für die Umwelt ist das erstmal negativ und zeigt, dieses Degrowth-Fantasiemuster, das eben die Leute haben. Vince Ebert sagt ja, eins muss man den Marxisten der 68er-Generation lassen, sie haben den Marsch durch die Institutionen geschafft, Marcel Fratscher als Chef des DIW. Und das ist so unfassbar tragisch eigentlich für die Leute, die davon betroffen sind, diese Spinnereien dieser Leute. Zumal, wenn wir uns das mal anschauen, hier CO2-Emissionen, da muss man Deutschland schon suchen auf dieser Karte. Indien dagegen ein mehrfaches, United States, China. Jetzt ist die EU ja genauso grün und sagt, ja, ihr müsst aber böse Strafe zahlen, wenn ihr nicht so und so viel Anteil an Elektroautos verkauft, ihr bösen Autokonzerne. Die Autoindustrie versucht sich dagegen noch zu wehren. Die Politik sagt, nö, wir ruinieren gerne unsere Autoindustrie. Also man kann es sich nicht ausdenken. Und wir haben jetzt im Prinzip das Niveau mehr oder weniger des Jahres 2000, was CO2-freie Energie betrifft. Wir haben also jetzt praktisch Wind und Solar ausgebaut, Atomkraft nach unten gefahren. Das Ganze hat uns etwa 500 Milliarden Euro gekostet und die Kosten werden weiter steigen. Das alles vor dem Hintergrund, dass der Trend in der Welt genau in die entgegengesetzte Richtung geht, zumal mit diesem KI-Euphorie-Wahn, könnte man fast schon sagen, also diesen Datacenter, die jetzt gebaut werden, ohne Ende, die so viel Strom brauchen, dass du das natürlich mit Wind und Solar sowieso nicht packst, also Renaissance der Atomindustrie, hier unten sehen wir mal,
wie stark hier der Bedarf steigen soll. Jetzt hat ja am Freitag sich Microsoft exklusiv den gesamten Strom eines wieder herauffahrenden Atomkraftwerkes gesichert. Seit 2013 sind in den USA 13 Atomkraftanlagen runtergefahren worden. Jetzt wird der Trend wieder nach oben gehen, aber wir haben abgeschaltet. Das ist natürlich hervorragend, was bedeutet, dass wir in Sachen KI sowieso nicht mitspielen können. Und die einzige Hoffnung ist letztendlich für Deutschland, damit es nicht total abgeschlagen ist, dass KI dann irgendwie ein Rohrkrepierer wird, was sich abzeichnet, weil das wahrscheinlich nie wieder reinholbar ist. Aber auch eins ist klar, in Sachen KI und Strombedarf sind wir raus aus der Nummer schon mal per se. Raus aus der Nummer ist die Wirtschaft der USA, sagt die Wall Street, durch die großen Zinssenkungen oder durch die große Zinssenkung jetzt von 0,5%. Hier sehen wir mal dieses schuldengehebelte System. Die Schulden wachsen viel schneller als die Wirtschaft. Und Peter Schiff sagt Interessantes, er sagt, ja, dadurch, dass jetzt die Fed die Zinsen senkt, werden die Risikoprämien für US-Staatsanleihen steigen, denn je weniger Risikoprämie ich bekomme für eine US-Staatsanleihe bei dieser massiven Verschuldung, umso unattraktiver wird das ganze Paket. Wie ist die Wirtschaft in den USA aufgestellt? FedEx hat ja miserable Zahlen geliefert und Alan Greenspan hat sich damals immer erkundigt, wie geht es FedEx als den besten Indikator für die amerikanische Wirtschaft. Da hat man sogar Pakete gezählt bei der Fed, um zu wissen, wie es da geht und steht. Ist vielleicht jetzt heute nicht mehr ganz so, aber klar, Logistiker wie FedEx, die auch global agieren, sind natürlich ein guter Fingerzeig. Und derzeit lautet eben das Narrativ an der Wall Street, ja, große Zinssenkung, dadurch werden wir eine Rezession vermeiden. Die Aktienmärkte sehen eine 80% Wahrscheinlichkeit für ein Soft Landing. Allerdings, wenn wir uns seit 1980 mal anschauen, wie oft ist es gelungen, nachdem die Fed die Zinsen angehoben hat, und dann ein Soft Landing zu erreichen, dann war das genau einmal der Fall, also in 17% der Fälle. Die Statistik spricht also ein bisschen dagegen. Wir sehen Warnsignale hier durch die Zinskurve, einjährige und dreimonatige. Das gab es 73, 81, 2001 und 2020. Und jedes Mal gab es eine Rezession, wenn hier die Zinskurve negativ war. Wir sehen, dass die Zinskurve ja jetzt ins Plus dreht. Und normalerweise eine Rezession dann beginnt, wenn dieses Plus erreicht wird. Wir sehen jetzt die Market-Odds, die versuchen abzuwägen, ja, kriegen wir ein Soft Landing oder eine Rezession, und das wird für die US-Aktienmärkte entscheidend sein. Hier auch die 12-monatigen Forward Fed Funds, die sagen laut Goldman Sachs 100% Wahrscheinlichkeit für eine Rezession. JP Morgans CEO Dimon sagt, ja, also das könnte schwierig werden mit der US-Wirtschaft, aber die Märkte preisen das nicht ein, sondern verlassen sich auf das, was manchmal gelungen ist, nämlich dass die Fed die Zinsen senkt und dennoch die Wirtschaft nicht in eine Rezession fällt. Dann sind die Dinge sehr positiv. Rechts sehen wir mal die Aussichten, die Zunahme der Unsicherheit bei den Aussichten bei den US-Konsumenten. Und heute 15:45 bekommen wir den Einkaufsmanager-Index aus den USA. Das wird ein wichtiges Datum. By the way, hier sehen wir mal, wie schwer manche Firmen getroffen sind. BBB-Rating. Also praktisch, wer geht insolvent, wer ist praktisch schon im Totalausfall. Hier sehen wir, wie viele solcher Bonds praktisch jetzt auf BBB-Watches, das ist dann praktisch schon kaputt und tot. Abschließend Empfehlungen, meine Damen und Herren, Goldpreis auf Allzeithoch. Wer kauft das Edelmetall und worin besteht die größte Gefahr für den Goldpreis, nachdem wir ja auf ein neues Allzeithoch gestiegen sind? Erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist, die Daten zur Inflation manipuliert. Wir sehen da sehr seltsame statistische Methoden bei der Erfassung vor allem der Gesundheitskosten, die angeblich mehr oder weniger rückläufig sind, faktisch aber massiv gestiegen sind. Das US-Gesundheitssystem wird immer extremer, immer krasser, was die Kosten betrifft. Faktor 10 bei Medikamenten im Vergleich zu den Medikamentenpreisen in Deutschland. Was da zu wissen ist und hochinteressant ist aus meiner Sicht. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung mal, die Autoindustrie wird weiter schrumpfen. Eine Analyse des Niedergangs. Wie konnte es so weit kommen? Diese drei Empfehlungen. Ich empfehle mich jetzt auch. Sag Servus, ciao.